Ahoi, liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder soweit. Schau mal rein, unsere Reihe geht weiter und weiter und weiter und weiter. Diesmal ein Pössl 2Win Plus mit Aufstelldach. Das zeigt Stefan euch gleich, denn er guckt da rein. Genau. Und wann schaut er, guckt er, sieht er da mal hin? Nach dem Intro natürlich. So, von außen, klar, man sieht sofort, Aufstelldach, da ist es. Jo, wir gucken mal rein. Im vorderen Bereich fällt auf, also der Wagen hat nicht hier vorne gleich den Kühlschrank, sondern der hat halt hier gleich ein schönes Brett, um die ebenerdige Fläche, Arbeitsfläche zu erweitern. Allerdings mit diesem komischen Kunststoffhaken. Gut, das muss man halt hinkriegen mögen, wie auch immer. Dann gehen wir mal wirklich rein in das Fahrzeug. Hier ist der Citroën verbaut. Oder das ist alles in ein Citroën verbaut, so wollte ich sagen. Direkt vorne über dem Führerhaus, Fahrerhaus, gibt es dementsprechend ein großes Ablagefach. Und dann sollten wir auch gleich mal nach oben reinschauen. So sieht das Ganze hier oben aus. Gemütlich, würde ich sagen. Tolle Liegefläche. Schön groß. Man kann zu den Seiten rausschauen. Man kann auch nach vorne rausschauen. Also wenn man in der Natur steht oder so, ist das natürlich mega schön. Genau, sich gleich im Prinzip morgens aus dem Bett in die tolle Landschaft zu träumen. Über der Dinette haben wir gleich zwei Fächer, zwei große Fächer. Da sind natürlich auch Versorgungsdosen drin, das ist klar. Die müssen ja auch irgendwo hin. Unter der Dinette-Sitzbank haben wir die Heizung verbaut. Und hier vorne ist noch ein Fach drin mit dem Frostwächter, wo wir noch ein bisschen was unter ablegen können. Auch gibt es hier Staumöglichkeiten. Einmal hier vorne ein kleineres Fach und dort hinten gibt es noch ein größeres Fach. Da gucken wir natürlich auch rein. Das ist halt etwas größer und da könnt ihr vielleicht auch besser Schuhe und so weiter reinbringen. Ja, da hinten Stromversorgungsdose, das ist eine 230 Volt Dose. Hier vorne ist der Mülleimer-Bag, der ist magnetisch, also auch ganz nett gemacht. Dadurch, dass wir den Kühlschrank hier vorne nicht haben, haben wir natürlich ein bisschen mehr Schublademöglichkeiten. Hier ist eine Schublade, rechte Seite geht nicht, da ist das Waschbecken nämlich drunter. Muss man fairerweise sagen, dass, da kann man natürlich nicht drunter bauen. Und hier ist ein großes Kochfeld dann von Dometic. Jo, da haben wir noch ein großes Fach. Und auch hier ist ein Riesenfach, also sogar immer schön zweigeteilt, dass man nicht gleich direkt die Töpfe und durcheinander fliegen hat. Das finde ich gut gemacht, gut gelöst. Über der Küche haben wir noch ein Fach und auch hier drunter haben wir ein Ablagefach. Hier gibt es eine kleine Kante, dass wenn man was reinlegt, dass es nicht gleich wieder rausfällt. Auch so, sozusagen sehr nett gemacht. Da ist das bekannte Bedieninstrument von dem Fahrzeug. Hier ist ein Kleiderschrank, ein schön großer Staufachschrank. Hier drinnen, weiß ich nicht, da ist ein Fach, aber da ist der Kühlschrank drin. Ja, also theoretisch für die Serviceöffnung kommt man direkt zum Kühlschrank hin. Das ist nämlich ein Dometic, der hier verbaut ist. Kompressorkühlschrank, der versucht hier die Wärme loszuwerden, also auch gut gemacht. Und ist, würde ich sagen, ausreichend groß. Welche Größe, muss ich mal kurz gucken, mal sehen. Ich glaube 92 Liter oder sowas. Genau kann ich es jetzt nicht sagen. Ist auf jeden Fall relativ groß. So, dann würde ich sagen, wir müssen mal hier ins Bad gucken. Das ist drehbar. Das ist also hier wie so ein Schrank verbaut. Ja, ist halt ein bisschen, wie soll ich sagen, eierig, aber das geht schon. Ja, im Bad, da haben wir natürlich hinten Ablagemöglichkeiten. Hier drunter gibt es noch ein Fach auch mit Staumöglichkeiten, zur Seite ein Fenster, nach oben ist gar keins. Wir haben das Bade, das Waschbecken dort, Toilette auf der linken Seite und hier ist die
Duschtasse. Da würde ich mal auch mal reingucken. Zwei Abläufe, einer vorne, einer hinten. Und ja, ansonsten Duschvorhang. Der hängt sich dann in diese Wanne rein und dann läuft das halt da rein. Klar, da müsst ihr mit Magneten arbeiten, da klebt euch das Ganze am Popo. Einstieg und ja, hinten haben wir nochmal wieder viel Stauflächen. Die gehen natürlich auch bis hinten rein. Da ist viel Platz. Hier müsst ihr nur aufpassen. Schrank zu, Schrank auf, nicht beides aufmachen. Ist nicht so ganz so gut. Und dort sind Stromversorgungsdosen. Ich würde sagen, einmal USB, genau das ist es, und einmal 230 Volt. Auch haben wir hier wieder die Schienen. Da könnten wir natürlich Lademöglichkeiten haben wir dort. Ablagemöglichkeiten haben wir dort auch. Und auch hier gibt es noch ein Fach. Da gucken wir natürlich auch rein und auch das geht bis ganz hinten durch. Jo, dann müssen wir das uns nochmal von außen angucken und dann den Heckstauraum. Von hinten uns angeschaut das Ganze. So, hier haben wir natürlich auch nochmal richtig Staumöglichkeiten. Achtung, wieder ein nicht ganz bodenerdiges System sozusagen, also bodeneben. Hier auf der linken Seite von hinten die Gasflasche und ansonsten ist das da noch eine Versorgungsöffnung. Würde ich sagen, wir können mal reinschauen, mal sehen, ob ich da rankomme und ob ich das überhaupt filmen kann. Nee, das ist noch ein großes Fach tatsächlich. Das kann man leider nicht wirklich sehen. Aber es ist ein Fach, wo ihr noch was unterkriegen könnt. Da kommt er halt nur nicht rein, wenn der Stauraum hier hinten belegt ist, voll ist. Gasanschluss oder Gasregler haben wir dann da auch noch an der Seite. Jo, dann zur linken Seite haben wir hier die ganzen Versorgungssysteme. Und zur anderen Seite haben wir dann noch Wasser. Und was haben wir noch? Ja, eigentlich ist es das Fahrzeug schon. Ich glaube, können wir unser persönliches Fazit ziehen. Persönliches Fazit, Marcel? Nee, so unterschiedlich sind die Vans. Wir sind ja jetzt also am heutigen Tag, wo wir diese ganzen Aufnahmen machen, durch verschiedene Puzzles durchgelaufen. Jetzt hat man ja wieder diese Leiste, wo man wirklich was anmachen kann, dass man USB kriegen kann. Genau, auch hinten gibt es USB-Dosen tatsächlich, das habe ich gesehen. Die sind da hinten mit so einer Klappe verdeckt, aber ne, so sieht man das nicht gleich und ist staubgeschützt. Dann sollte ich auf jeden Fall nochmal die anderen, vielleicht ist da noch eine Klappe, die ich nicht gesehen habe, aber ich glaube doch. Ja, es ist halt billig? Naja, es ist halt Schein, muss man ehrlicherweise sagen, weil es ist Softglows und so weiter hast du halt dort nicht. Es ist halt die günstigere Variante. So, es ist nicht kacke verarbeitet, das will ich damit nicht sagen, aber es ist halt etwas günstiger und das merkt man halt auch. Und das muss man auch, denke ich, merken. Ne? Genau, das wollen wir einfach mal offen gesagt haben. Normalerweise, wie gesagt, ist es nur mal dieses Schau mal rein, weil das Fazit zu diesen Fahrzeugen, das sollt ihr euch immer bilden. Ihr sollt dazu, ihr könnt gerne runter kommentieren, ihr könnt das dann schlecht machen. Gebt bitte nicht das Video dann einen Daumen runter, weil ihr das Fahrzeug schlecht findet, weil damit schadet ihr uns, nicht das Fahrzeug. Ihr könnt es gerne als Kommentar Daumen runter machen, wenn es euch nicht gefällt. Das wäre viel besser, mal so nebenbei gesagt. Naja. Ja, wie gesagt, aber wir haben für euch mal reingeschaut. Wie gesagt, fahrt mal hin. Fasst das an. Am besten, wenn ihr nicht blutet. Irgendein Bluter muss hier umherlaufen sein. Schon wieder was ist unfassbar. Wir haben geguckt, ne, wir sind es nicht. Aber naja, so ist das halt. So, im Grundpreis kostet der 57.300 Euro. Und jetzt muss ich rechnen, weil jetzt hier gibt es gerade einen Summer Sale Messerabatt. Dann sind wir aber trotzdem bei knappen, wenn er so ausgestattet, ohne Rabatt bei 66.000 Euro. Man kann ihn, je nachdem, wenn Messe sind und Rabatt gibt, ihn für 59.000 kriegen. Ein paar Preise jetzt auf einmal, aber das ist er. Ja, ihr müsst zum Händler, da müsst ihr euch sowieso das erklären lassen. Sowieso. Und wie gesagt, am Schluss gibt es noch ein paar Szenen mit den Hard Facts, die wir euch immer bieten. Ja, aber das soll es gewesen sein. Ja. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.